Also der Ursprung ist, dass sich die Stadtgemeinde, die Politiker überlegt haben, sie wollen was für Jugendliche tun, was gescheit für die Jugendlichen machen, und dadurch haben sie sich überlegt, ein Jugendzentrum zu gründen. Warum? Was machen sie für die Jugendlichen? In erster Linie einen konsumfreien, das haben wir selbst schon erklärt, einen konsumfreien Raum zu schaffen, wo Jugendliche sich treffen können, ihre Ideen einbringen können, eine sinnvolle Freizeitgestaltung kriegen und bei Bedarf oder wenn es wichtig ist, auch Gespräch und Hilfe und Unterstützung von den Betreuerinnen oder Betreuer kriegen. Insofern gibt es das Jugendzentrum die Zone seit 2 Jahren. Vielleicht ganz wichtig, das Programm, was da passiert, sollen ganz, ganz viel auch die Jugendlichen selber bestimmen. Es geht darum, dass die Jugendlichen ihre Ideen, ihre Vorstellungen einbringen und nicht die Betreuer sagen, das und das und das wird gemacht, sondern dass wir gemeinsam auch schauen, was ist interessant, was interessiert die jungen Leute, was möchten sie machen, und die Betreuer das auch unterstützen. Natürlich gibt es Regeln in dem Haus, aber die Regeln sind in erster Linie so ausgerichtet, was ist wichtig für gemeinsames Miteinander, dass alle sich da herin wohlfühlen können. Ja.